hier lang, glaube ich. Vorsicht. Ja, das ist ja mal... Also als ob er jetzt darüber kommt, guck mal, wir passen ja kaum darüber. Wieso er denn? Ja. Ja, ja. Ja, du. Alles gut. Außer, dass ich hier festsitze und die mich angreifen wie ein Sonntagsbraten. Ja, du bist halt. Siehst halt sehr schmackhaft aus. Was? Warum? Er ist gefährlich. Du auch. Und ich bin noch gefährlicher. Aber wir brauchen ihn. Hey, ich brauche hier Hilfe. Ich. Na gut. Ja. Machen wir das jetzt? Hoch. Jetzt. Klar. Der klingt gleich ein Mimimi, also so sieht's aus. Das ist nur die Frage. Amicia, sieh mal, die gelben Kristalle, das ist Epi-Sungrace. Du hast recht, da ist es wieder. Anno! Ah, endlich! Siehst du die gelben Kristalle? Brich einen ab und wirf ihn mir zu! Gut, ich bin bereit. Ja, dann werf's doch rüber. Auf dein Zeichen! Aber so hilft es uns nicht. Ich brauche noch was, damit es brennen kann. Vielleicht sei Peter? Hier, Odorus, versuchen wir es mal. Anno, siehst du die Kurbel da oben? Ich mach dir den Weg frei und dann rennst du dahin, klar? Ja, von mir aus. Jetzt. Was? Ich raff gar nichts. Wie mache ich ihm jetzt den Weg denn dahin frei? Schaff's nicht zu dir. Ach so. Ich schaff's nicht zu dir. Bist du sicher, dass der Köder etwas taugt? Er hat recht. Der Boden sieht komisch aus. Ja, ich versuch was anderes. Hä? Was? Was soll ich denn jetzt machen? Kann ich die denn hier hinlocken? Geht das? Jetzt! Es klappt! Ja, weiß nicht, was das war, aber hat mir die Haut gerettet. Wir sind noch nicht draußen. Wofür ist die Kurbel? Keine Ahnung. Ja, denn... Ausprobieren. Ja, kurbel doch einfach dann. Ich überlasse es dir, Anno. Los geht's. Sieht aus, als könntest du das benutzen, oder? Mit deiner Armbrustmagie. Amicia. Du könntest mit der Armbrust auf die Planke schießen. Vielleicht mit dem Odorus. Mal sehen! Mit dem Odorus raufschießen? Ja, das sollte halten! Sag, wenn ich loslassen soll! Na dann lass los! Hey, lass gut sein! Schon dabei! Lauf, Anno! Und wie ich laufe! Was zur Hölle ist das? Der Boden ist ganz klebrig. Ist nur Blut von ihrer Beute. Und irgendein Sekret, das sie absondern, glaube ich. Klar, ist nur Blut von ihrer Beute. Macht ihr Witze? Die Stiefel verbrenn ich. Ach komm, du bist fast da. Widerliche Drecksscheiße. Ich bin da. Ja. Was jetzt? Ich war in 100 Schlachten, habe dem Tod ebenso oft in die Augen geblickt. Aber diese kleinen Scheißer lassen mich wie einen Grünschnabel aussehen. Alter, kriegt da wirklich gleich einen Mimimi-Anfall hier. Du bist der Schutzheilige der Optimisten. Also, hast du vielleicht noch weitere Tricks im Ärmel? Nein, ich sehe nichts, worauf ich schießen kann. Und ich habe nichts, was lange genug hält. Nein, nein, wir kommen hier raus. Wartet, ich weiß was. Ja, was denn? Schieß einen Feuerbolzen auf meinen Schild. Was? Aber dann brennt er. Das ist ihm völlig egal. Na gut, von mir aus. Wenn du das möchtest. Du, ich, Das habe ich gespürt. Gut, sobald du bereit bist, bitte schnell. Los geht's. Hey, wir schaffen das. Habt ihr gehört? Aus dem Weg. Ja, kurz. Okay. Ah, da kriechen die Feiglinge zurück in ihre Löcher. Das ist auch eine Möglichkeit.
weicht zurück vor der Macht des Falls. Siehst du, man gewöhnt sich dran. Ja, jetzt haben sie Angst vor dir. Ja, aber mein Arm ist jetzt gut durchgebrannt. Aber du bist ja, das kann ich mir vorstellen. Und der Wal hat genug eingesteckt, Kleiner. Mein Körper ist so zerbeult wie mein Schild. So ist es im Krieg. Wir sind fast da. Halt noch ein bisschen durch. Ich halte durch, das kann ich. Wolfner! Herzlich willkommen zu unserem kleinen Freitagsstream. Danke dir, Herr Wolfner. Hast du dich verbrannt? Geht schon. Hab nur ein bisschen. Und herzlich willkommen hier bei uns. Gehen wir weiter. Guten Abend zusammen. Was habt ihr Feines gespielt? War wieder DayZ am Start? Also wir spielen hier gerade aktuell Plague Tale. Runter da! Los! Geht klar! Und versagen auf ganzer Linie teilweise. Also, nicht komplett, aber es geht. Aber herzlich willkommen. Und ich gehe davon aus, bei Wolfen habt ihr bestimmt wieder DayZ gespielt. Gut, dann an die Arbeit. So, können wir irgendwas herstellen? Natürlich nicht. Warum sollten wir auch? Ich kann nichts verbessern. Das ist jetzt schon die dritte oder vierte Werkbank, wo ich nichts verbessern kann. Oder warte, habe ich was verpasst? Habe ich was vergessen? Warte mal kurz. Nee, ich kann wirklich nichts verbessern. Nothing. Nothing. Schade. Schade, schade, Schokolade. Gut, gehen wir weiter. Ja, für alle, die neu sind hier. Ist das das große Wrack? Ja, wir sind fast was? Da. Ihr versteckt so mit so wenig Loot ein. Seite des Boots. Was ist denn hier los? Ihr? Ja, Sophia. Der pass auf. Kopf. Sie ist die Anführerin. Wenn mir jetzt Herr Junge so kommt. Unheimlich. Nicht so unheimlich wie gehen wir uns jetzt nochmal umgucken. Das wird sich herausstellen. Na los, noch einmal aufraffen. Weil hier könnte ja Loot sein. Oder auch nicht? Das Boot fährt nirgendwo mehr hin. Oh, da stand der Name. Loot. Ich kann ihn nicht mehr lesen. Ja, der Rumpf hat auf seinen Reisen viel Sand und Felsen gefressen. Oh je, es ist schlimm, seinen Namen zu verlieren. Wir taufen es neu. Darf ich? Klar, warum nicht? Das hat es sich verdient. Ich nenne es die Unsterbliche. Die Unsterbliche. So sieht es auch aus, ja. Tja, tot ist erst, wer komplett unter der Erde liegt. Dann bekommt es seine wohlverdiente Ruhe. Kommt. Okay, so viel zum Loot. Ich dachte, hier oben wäre Loot gewesen, aber nee, ist kein Loot, damit wir irgendwie was verbessern hätten können. Aber na gut. Dann ist das halt so. Wie kommen wir jetzt hier rüber? Achso, einfach rübergehen. Das Problem ist jetzt nur, wie kriege ich die Ratten hier weg? Warte. Ich stelle erstmal da vorne mal ein paar her. Ist das irgendwie, dass du dahin gehst? Die Masse? Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie viele Schmuggler gibt es hier denn? Ein paar. Abschaum, den sie auf dem Mittelmeer zusammengesammelt hat. Sophia ist ihr Leuchtturm in der Dunkelheit, eine Heilige. Ach ja, eine Heilige? Oh nein. Noch mehr Loot? Mir wurde ja jetzt hier gerade noch gesagt von unserem eigenen Mod wurde mir gesagt, dass wir ja zu wenig looten. Nein, Spaß. Aber ich loot wirklich, also aktuell lasse ich Loot teilweise ein bisschen öfter liegen. Oh Gott, ich habe ein Problem. Bleib in meiner Nähe.
Ist okay. Ich hab nicht gedacht, dass das Ding einfach ausgeht. Ich hab gedacht, das leuchtet ewig. Das ist ein großes Boot. Hey, irgendwelche Spuren gefunden? Shh. Nichts. Sicher, dass hier bei dem ganzen Leute sind? Das war gar nicht so gut. Schade. Gut, sind wir gestorben. Das ist ein großes Boot. Hey, irgendwelche Spuren gefunden? Shh. Nichts. Sicher, dass hier bei dem ganzen Ratten immer noch Leute sind? Bleibt unten. Soldaten. Ja, warte mal kurz. Wir heben das mal ganz kurz hier hin. Hör mal, wenn wir ein paar tote Schmuggler zurückbringen, verleiht uns der Graf den Orden. Ja, Soldaten. Ich kümmere mich drum. Nein, lass mich. Vertraust mir immer noch nicht, was? Na los, ich schau zu. Oh nee, warte mal. Für dich habe ich ein Steinchen. Mein Bester. Gut gemacht. Danke. Aber kriegst du besser hin? Was kriegst du wie? Was krieg ich besser hin? Ich krieg alles gut hin. Glaube ich. Also hoffe ich. Kann ich damit auch dann... Nee, kann ich nicht. Okay, scheiße. Okay, der ist beschäftigt. Okay, der ist beschäftigt. Die sind auf Schmugglerjagd, trotz der Ratten. Wie gesagt, der Graf hat vor, die Provence zu säubern. So ein Irrsinn. Hoch, schnell! Sicher. Okay. Warte mal. Da liegt aber Loot. Da oben liegt auch Loot. Ich will den ganzen Loot. Da war noch was. Mal nachsehen. Oh nein. Okay, warte. Wir haben hier auch Loot. Ich das jetzt mit ihm? Kann ich jetzt einfach mich hier runterfallen lassen? Geht das? Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass ich dann nicht mehr an den Loot rankomme. Oder ich in einer Trap bin. Da hinten kann ich nicht treffen, okay. Schade. Okay, also ich gehe mal von aus, Chat. General. Wollen wir natürlich looten. So würde ich sehen. Das heißt also, wir müssen ihm da hinten. Ich ihn einfach. Ich zeig dir gern mal, wie ich das mache. Das ist kein Wettbewerb. Nein, aber es könnte notwendig sein. Ich bin. Okay, warte. Okidokili. Oh, warte. Nee, warte. Wiedersehen. So, jetzt können wir in Ruhe. Also in Ruhe weiß ich nicht, aber wir können auf jeden Fall looten. Loot. So, können wir hier nach oben? Können wir nicht? Weil ich die Fackel fallen lassen müsste dafür. Aber eigentlich will ich sie nicht fallen lassen.
Deswegen gehen wir jetzt erstmal hier weiter. So, wäre ich denn eigentlich wieder rausgekommen? Wäre ich jetzt da runtergesprungen? Ah, verstehe. Ich wäre da oben rausgekommen, okay. Gut, nehmen wir das erstmal mit. Okay, hier oben sind keine weiteren Gegner. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Was sind wir hier hin? Ab nach oben. Klar. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Und jetzt? Da unten die Fackel. Beim Wrack. Da ist es. Gut. Ich hoffe, Sophia ist noch hier. Was? Warum sollte sie weg sein? Oh, sie ist etwas unberechenbar. Nein, nein, sie muss hier sein. Okay. Vorsicht, es geht runter. Alles klar. Ja, wir sind hier. Und wenn sie ein Rache ist? Ach, wird schon alles gut. Hier ach du Scheiße. Ja, ein diskreter Weg für diskrete Leute. Ein diskreter Weg für diskrete Leute. Na, dann gucken wir mal, wie diskret dieser Weg ist. Wasser. Das Versteck ist gleich da hinten. Nein, nein. Ich habe Angst vor den Wellen. Warum? Es ist nur ein bisschen Meerwasser. Siehst du? Sie hat recht. Aber es ist tief. Bitte. Ich bin müde. Denk einfach an deine Insel. Aber da sind Wellen. Wir sind fast da. Streitet euch später weiter. Du auch noch. Dann nimm ihn doch einfach. Angst. Ich trag dich und damit ist Schluss. Ich wollte gerade sagen, nimm ihn doch einfach auf den Arm. Du bist ja viel größer als sie und keine Ahnung. Na bitte. Meine Fräse, ey. Ist dir das hoch genug? Siehst du, das Wasser berührt dich nicht mal. Ja. Tja, sicher nicht immer leicht, wenn man so klein ist wie du. Kommt auf den Tag an. Und? Hast du noch Angst? Nein. Jetzt weißt du, warum man mich den Wall nennt. Weil du wie eine Burg bist? Genau. An mir kommt nichts vorbei. Und dein Schild sieht auch wie ein Wall aus. Naja. Alles gut. Also wir sind ja schon an ihm vorbeigekommen. Hallo? Also so ganz stimmt's ja nicht. Tja, danke, Anu. Ja, danke. Also dann auf zum Drachenkopf. Okay. Ich weiß, du führst gern, aber ich werde vorgehen. Also dann, bitte sehr. Ladies first. Ich bin es, verdammt. Lass ihn durch. Okay, vielleicht war es doch ganz gut, dass er vorgegangen ist. So ein bisschen. Anu. Selbst die aasfressenden Ratten mögen dich nicht. Ich hatte Hilfe. Tja, sieh an. Ich mag die neue Crew. Das sind Amicia und Hugo. Der Bruder hat Potenzial. Die Schwester muss noch gezähmt werden. Trau dich nur. Tja. Ich sehe, du hast sie bereits gezeichnet. Keine Sorge, Liebes. Es steht dir. Was willst du? Dein Boot. Wir müssen nach Lacuna. Bitte stell keine Fragen. Wir müssen nach Lacuna. Es ist vorbei, Anu. Die Armee des Grafen hängt uns im Nacken. Und tausende Ratten scheißen mir vor die Tür. Dieser Ort ist Geschichte. Die Crew wird aufgelöst. Dann komm mit uns. Du bist mir was schuldig. Ja, warum nicht? Der Ruf der See. Ich gönn mir eine Pause. Was soll's? Okay, okay. Kann man machen. Allerdings. Was?
Wenn du sie auch nur noch einmal anfasst, töte ich dich. Gut. Das war meine Ansage. Übrigens, des Grafens Armee hat mein Boot trockengelegt. Oh, der Ruf der See, ja. Nie war er lauter. Ich muss mit meiner Crew reden. Geht ins Dorf, dort findet ihr mein Boot. Ich werde nachkommen. Ja, gehen wir. Okay. So, du lässt einfach alles liegen und ziehst mal wieder los? Diesmal ist es wohl endgültig. Sicher. Bis du wieder da bist, werden wir uns besaufen. So wie immer. Ja, ja. Kann man machen. Ich würde Kanasta spielen. Oh, es regnet ganz schön doll. Ja, wohl ein hitziger Winter. Seht ihr das Licht? Das ist der Leuchtturm vom Fischerdorf. Dort liegt Sophias Boot. Fahren wir wirklich bei dem Wetter zur See? Hey, wer seid ihr? Kommt verdammt! Bleib hier! Was machst du da? Hey, hör auf! Jetzt hast du's geschafft. Da kommt noch einer. Ja und? Den knöpfe ich mir vor. Auf dein Signal. Du befiehlst, ich gehorche. Oh Gott. Okay. Ihr seid erledigt! Arno, schnapp ihn dir! Ja, komm nur her! Tschüss! Ja, nun erledige ihn auch! Okay, geht. Gut gemacht! Ich kann's sehen. Das sehe ich. Okay. Ja, das heißt also, wir haben jetzt hier so einen Ritter, der uns auf jeden Fall hier kämpft. Erledige ihn, Arno! Schnappt sie euch! Yeah. Verlieren kam nie in Frage. Arno, schnapp ihn dir! Zu zweit! Angst vor einem fairen Kampf! Ja, warte mal, ich helfe dir mal kurz. War nur ganz kurz. Halt still! Bald ist es vorbei. Hier da! Da! Geht es dir gut? Hä? Mach ihn noch fertig! Erledige ihn, Arno! Ja! Nur du und ich! Arno, schnapp ihn dir! Okay, wir müssen ihm doch ein bisschen helfen. Schade. Ich dachte, wir hätten jetzt einfach hier so ein Flopperino. Aber ist ja kein Problem. Kein Problem. Gar keins. Arno. Gehört ganz dir, Arno. Viel Spaß bei ihm. Ja, komm nur her. Ja. Der hat doch nur einen Speer. Geht doch. So. Gibt's denn hier noch Loot? Das erzähle ich keinen. Wir verbrennt hier einiges ab. Ist hier unten noch Loot? Werten, sehr gut. Wo sind denn hier noch Gegner allerdings? Also hier sind ja keine Gegner. Oder? Hey, komm mit hoch. Schon dabei. Okay, wir flüstern wieder. So, da drüben sind noch drei, wenn ich es richtig sehe. Hier haben wir sonst nichts weiter an Loot. Die kennen sie. Natürlich, sie
Wien schon seit Jahren die Hölle heiß. Weil sie Feuer spuckt. Lalalalala. Ja, geh doch mal gucken. Okay. Wie kann ich denn, also, ne, wir haben ja jetzt gesehen, wir haben ja jetzt, wenn wir die Ratten machen und so, haben wir ja unten so ein Stresslevel-Balken. Lass mir hier noch Pfeile mitnehmen. Wie mache ich denn den Stresslevel wieder weg? Also, funktioniert das? Geht das überhaupt? Oder ist das nicht möglich? Das würde mich irgendwann auch nochmal sehr, sehr interessieren. Ist Sophia deine beste Freundin? Nicht wirklich. Wir sind gute Partner, aber keine guten Freunde. Und was heißt das? Wir arbeiten gut zusammen, aber irgendwann gehen wir uns an die Kehle. Wie schockierend. Was haben wir denn hier Feines? Okay, wait. Arno, schnapp ihn dir! Bereit für den Kampf! Zu mir! Hier sind Das war die falsche Scheiße. Verlieren! Kam nie in Frage! Gehört ganz dir, Arno! Ja! Sehr gut. Nur du und ich! Ihr macht das schon. Dankeschön. Okay, also mit ihm zusammen macht's auf jeden Fall leichter. Sagen wir es mal so. Leichter auf jeden Fall. Oh. Warte. Warte. Vergib. Arno, schnapp ihn dir! Kämpfen wir! Ja! Ich mach kurz und kurz. Störenfriede! Schnapp sie auf! Hallo! Let's do it! Also das finde ich gut. Gut, weil halt auch einfach. Ja, warte mal, hier geht's glaube ich komplett raus, also raus im Sinne von Richtung Boot. Da wollen wir noch nicht hin. Also eigentlich schon, aber wir wollen natürlich erstmal noch mal ein bisschen gucken. Ah, ja, okay, hier werden wir hinter denen. Das finde ich ganz okay. Cool. Gehen wir trotzdem noch mal kurz nach da oben, um zu schauen, wo wir da wieder rauskommen. Ganz langsam. So. Wie machen wir das? Ich würde sagen, du gehst dahin. Schnapp ihn dir. Ich bin immer kampfbereit. Ja, ich mach kurz und kurz. Warte kurz. Kümmere dich mal kurz da bitte um den da. Dankeschön. Verliebt.
Alles Gute ist, dass wir jetzt natürlich nicht mehr die ganze Huch, da ist ja noch jemand. Gehört ganz dir, Anno. Die ganze Kampfarbeit hier machen müssen. Oder so sneaky meaky unterwegs sein müssen, finde ich natürlich auch ganz nice. So, lässt du irgendwas fallen an Loot? Nein. Schade. Komm, hoch mit dir. Hier geht's wieder weiter. Hier wird's langsam schlimmer als in Guyenne. Wir kommen gut voran. Was macht der Kopf? Er hält. Ich mag deine neuen Haare. Mein Werk. Oh, bitte. Er hat uns einen neuen Zopf geflochten. Okay, jetzt hier ist erstmal nichts. Der Regen wird schlimmer. Das ist nur ein Sturm. Hoffentlich lässt er nach, bis wir beim Boot sind. Hoffentlich kommen wir da überhaupt hin. Das bedeutet Pech. Es ist nur ein Boot. Es heißt Laraskas. Der Fisch bedeutet Pech. Für dich bedeutet alles Pech. Los, patrouillier weiter und pass auf deinen Arsch auf. Wir sind gleich da. Laraskas, lass dich deine Arme. Geht ihr weiter? Das heißt... Aufgepasst, Eindringlinge! Halt's Maul. Warte, da ist meine Blutkiste. Ich muss zum Blut. Oh Gott.